Malti und hallo, liebe Angelsportsfreunde. Ja, im Hintergrund sieht man schon ein Gewässer. Es ist die Weser. Es ist auch schon relativ spät. Wir haben es jetzt so um die 19 Uhr. Und ja, wir wollen hier ein bisschen probieren, Zander mit Jiggen und mit Wobbler zu überlisten an der Weser. Mal gucken, ob uns das gelingt. Der Erik da ist auch mit dabei. Wir sind heute zu dritt unterwegs. Der Luke ist auch mit dabei. Da muss ich mal kurz zu ihm hinsprinten. Ja, wir haben uns hier so ein bisschen verteilt, damit jeder so ein bisschen angeln kann, so ein bisschen Strecke machen kann. Wir haben verschiedene Köder schon dran. Und dann wollen wir mal gucken, was so läuft. Da ist der Luke. Ja, wird jetzt relativ schnell dunkel. Ich würde mal sagen, nicht viel Zeit verlieren. Ich habe hier so einen schönen auffälligen Köder. Ab damit ins Wasser und mal gucken, was passiert. Los geht's! Kann ich aus dem Throwaway? Aber was ist das? Vielleicht auch quer, aber er zappelt so sehr. Könnte auch ein Zander sein. Oder ein Barsch. Einmal aufklappen, da oben runterziehen. Ist ein Barsch. Und dann einfach rausziehen. Ein Zappel, ja. Zappelbarsch. Yay! Yeah. Entschneidet! Mit dem 50er Barsch, ne? Nein, nicht ganz. Quatsch, nein. Aber ein schöner Barsch. Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. So ein schöner Barsch aus der Weser. Hey, cool, ne? Nein, nicht cool. Warum nicht? Das ist ein schöner. Petri, Dank. Die Weser gibt, die Weser nimmt, ne? Würde ich mal sagen, das ist jetzt mein dritter Abriss in dieser kurzen Zeit. Jetzt heißt es für mich wieder neu anknoten. Aber ist nicht so schlimm. Ich bin ja jetzt schon wenigstens einmal entschneidert. Damit hätte ich niemals gerechnet, so einen wunderbaren schönen Barsch ja, zu überlisten. Richtig cool. Jetzt knote ich neu an. Wieder schön mit Steiferfach, safety first, weil in der Weser sind ja auch schöne Hechte drin. Wollen wir mal gucken hier, wo wir so ein schönes Steiferfach haben. Wie gesagt, es wird jetzt immer ein bisschen dunkler. Bald ist es ganz dunkel und dann beginnt für uns ja, das Wobbeln. Da freue ich mich schon richtig drauf. Aber jetzt heißt es erstmal wieder neu anknoten und ab geht die Post. Jetzt beginnt so langsam die heiße Zeit. Es wird immer dunkler und ich werde mir jetzt einen wunderbaren schönen Wobbler montieren. Aber wir wollen bis in die Nacht hinein angeln und wie gesagt, mit Wobbler probieren die Zander zu überlisten. Deswegen kommt jetzt der wunderbare schöne Gummifisch weg, wird gegen einen Wobbler ausgetauscht. Der Vollmond ist fast da, aber wir haben bedeckten Himmel. Deswegen werde ich mal gucken, welche Version ich von Wobbler fische. Ich habe vier verschiedene zur Auswahl. Ich habe hier so einen weißen mit schwarzem Rücken, gelben Bauch, einen Fire Tiger Optik, einen weißen mit einem gelben Rücken und orangenen Bauch und dann habe ich nochmal einen komplett schwarzen mit orangenem Bauch. Da wir Vollmond haben und die Sonne und die Wolken, die jetzt hier oben im Hintergrund sich vielleicht ein bisschen verziehen, und ich hoffe, dass der Mond rauskommt. Ich denke, ich werde den schwarzen mit orangenem Bauch austesten. Den mache ich mir dran. Erik, du hast den hier dran, ne? Ja. Genau. Erik fischt den hier, den mit dem gelben Rücken, orangenem Bauch. Und Luke, was machst du? Einen schwarzen Zanderkönig. Einen schwarzen Zanderkönig? Okay, dann probiere ich doch eine andere Farbe. Dann probiere ich mal den Fire Tiger Optik, dass wir so drei verschiedene Köder im Wasser haben. Und dann wollen wir mal schauen, welcher Fisch bringt. Ich werde natürlich jetzt die ganze Kamera nicht immer anhaben. Ich werde die Brustkamera anhaben,
solange es geht. Ja, und wenn Fisch ist, dann melden wir uns. Und wenn es keinen Fisch gibt, dann sehen wir uns ebenfalls in der nächsten Folge wieder. Malti und hallo, liebe Angelsportsfreunde. Auf diesen Angeltrip freue ich mich schon den ganzen Tag. Ich habe heute Video geschnitten und habe schon schöne Aufnahmen zusammengeschnitten. Und den ganzen Tag bin ich jetzt schon aufgeregt. Und zwar, der Luke und ich haben heute vor, eine schöne Nachtsession einzulegen. Wir wollen es mit Wobblern nachts am Mittellandkanal auf Zander probieren. Wir treffen uns heute in den frühen Abendstunden noch, um ein bisschen klassisch zu jiggen am Kanal, vielleicht noch den einen oder anderen Barsch abzugreifen. Und dann wollen wir es vorzugsweise nachts mit Wobblern an der Steinpackung auf Zander probieren. Ich bin richtig aufgeregt. Ich freue mich riesig auf diesen Tag. Wie gesagt, ich habe schon morgens Video geschnitten und das hat mich ziemlich fickerig gemacht. Und ja, bin deshalb schon ein bisschen früher losgefahren. Der Luke kommt gleich. Und ja, wenn der da ist, dann sagt er auch noch mal kurz Hallo. Und ja, ich möchte es jetzt einfach schon mal ein bisschen probieren und mache die ersten Würfe. Vielleicht kriegen wir einen schönen Barsch, ich weiß es nicht. Und dann bin ich auf abends gespannt, wenn wir da einen Zander nachts an der Steinpackung fahren, auf Wobbler, dann ist der Tag auf jeden Fall schon mal super gelungen. Ich bin aufgeregt, ich gehe ins Wasser, ich mache die ersten Würfe und wenn der Luke da ist, dann begrüße ich euch auch nochmal. Also, los geht's. Der Luke ist jetzt auch endlich da. Und hat Standschwierigkeiten. Einen wunderschönen guten Abend. Ich habe die Anmoderation schon gemacht. Ich habe gesagt, wir wollen erst in den frühen Abendstunden noch ein bisschen auf Barsch gehen und danach den Zandern mit Wobbler nachstellen. Ich habe auch schon gesagt, dass ich ziemlich heiß bin, den ganzen Tag über. Wetter ist eigentlich echt gut. Wetter ist sehr gut. So langsam wird es ein bisschen dunkel, es dämmert so ein bisschen. Und bist du aufgeregt? Erstes Mal Kanalwobbeln diese Saison. Diese Saison, ja. Wir haben es halt einfach nicht geschafft, ne? Also, boah. Ja, guck mal, ich habe schon gesagt, also wenn wir einen Zander auf Wobbler rauskriegen, dann ist der Abend gut. Ja, sehe ich auch so. Wunderbar. Die haben ja tagsüber jetzt eher weniger Bock. Deswegen erhoffe ich mir halt wirklich, dass die in den Abendstunden sich den Bauch vollhauen müssen. Irgendwann müssen sie ja essen. Ja, das denke ich auch. Ich würde mal sagen, wir probieren jetzt noch unser Glück ein bisschen auf Barsch. Irgendwo raubt es auch schon wieder. Und sobald es dunkel wird, können wir nicht so gut filmen. Aber ich habe das Licht dabei. Und wenn wir Fisch kriegen, dann seid ihr auf jeden Fall dabei. Ich würde mal sagen, los geht's. Ja, los geht's. Ne? Wenn ich über, aber so, wie gesagt, Fisch. Oh, das könnte ein Zander oder Barsch sein. Oh, ein Barsch. Ja, gut. Jeppa. Da ist noch mein Barsch vor der schönen Nachtaktion. Herrlich. Hihi. Läuft? Sehr schön. Ja. Leute, da hat es doch mit einem wunderbaren, schönen Barsch geklappt. Hoppala. Ich komme mal hier so ein bisschen rosa. Komm mal hier so ein bisschen aus dem Dreck raus. Da haben wir doch einen wunderbaren, schönen Barsch. Den wollte ich unbedingt noch vor der nächtlichen Aktion fangen. Hat geklappt. Zwei Bisse habe ich schon verkackt. Aber jetzt hat er gehangen. Es gab ein wunderbarer, schöner Tock. Hat sich erst wie ein kleiner Zander angefühlt vom Bocken her. Aber schlussendlich war es denn dieser schöne Barsch. Herrlich. So, und hoffen wir mal, dass wir jetzt noch nachts einen schönen Zander kriegen. Dann ist auf jeden Fall ein gelungener Tag. Es geht jetzt so langsam in die heiße Phase. Es wird immer dunkler. Das heißt, wir werden jetzt einen Wobbler montieren. Den Gummifisch habe ich schon mal weggemacht. Was man jetzt noch mal gut beachten sollte, ist, wenn man vorher ein bisschen mit Gummifisch in der Steinpackung gefischt hat, ist, kontrolliert noch einmal kurz euer Vorfach, ob irgendwelche Beschädigungen dran sind. Ich habe hier vorne einen kleinen Nick, das heißt, ich werde gleich nochmal neue binden. Aber wir wollen es heute probieren mit zwei unterschiedlichen Wobblergrößen und Modellen vor allem. Und auch von der Farbe her ein bisschen anders. Der Luke fischt einen 9 cm in knallig. Mal gucken, ob das... Ja, so. So, perfekt. Und ich habe mir gedacht, wenn er schon 9 cm knallig fischt, dann fische ich eine Nummer größer. Ein 12 cm in
dunkel, schwarzer Rücken, UV-aktiver Bauch, weil wir haben wolkenlosen Himmel fast. Und ja, wir wollen einfach mal gucken, welche Unterschiede oder welcher Wobbler am besten läuft. Hoffentlich kriegen wir einen und ja, ich würde mal sagen, wir starten jetzt gleich. Ich mache einen Knote neu. Luke kann schon mal ins Wasser gehen, seine ersten Würfe machen. Gucken wir mal. Ne? Ja. Ja, wolltest du was sagen? Ja. Dann kann ich hier schon mal binden. Noch so ein paar Tipps zum Wobblerangeln auf der Steinpackung. Wenn ihr die langsam einleiert, habt ihr es öfter, dass ihr die Steine berührt. Ne? Da braucht ihr jetzt nicht die Rute hochnehmen oder sonst was. Macht einfach eine kurze Pause. Die meisten Zanderwobbler oder sollten schwimmend sein und dann treibt er einfach wieder hoch und dann halt einfach wieder normal langsam weiterleiern. Genau. Jo. Ich mache noch eine Besonderheit. Ich habe diese Geruchspasten dran. Deswegen will ich mal ausprobieren, ob nicht nur der Reiz durch das Seitenlinienorgan zum Erfolg bringt, weil der Wobbler ja diese Bewegungen macht. Meiner hat noch Rasseln, dann natürlich der optische Reiz durch die Farbe, deiner auch. Meiner hat auch Rasseln, ja. Muss ich gerade gegen kontrollieren. Dann wollte ich halt mal ausprobieren, um noch einen Indikator noch mehr zu nehmen, habe ich etwas von meiner Knoblauchpaste noch dran geschmiert. Stinkt auch ordentlich und ich denke mir... Jetzt weiß ich auf jeden Fall, was hier nach Knoblauch stinkt. Und dann denke ich mir, der könnte so eine Geruchsspur auch unter Wasser hinterherziehen. Mhm. Wodurch vielleicht der ein oder andere Biss noch mehr provoziert wird oder der Zander vielleicht den Wobbler, weil es ist ja ein Hardbait, schmeckt ja nach nichts oder so, vielleicht noch länger im Mund lässt. Das ist so mein Hintergedanke. Ja. Wir werden es austesten. Musst du die Paste, glaube ich, alle halbe Stunde mal so ein bisschen erneuern wahrscheinlich, ne? Ja, ich glaube auch, die hält nicht so gut auf dem Hardbait. Ja, glatte Oberfläche wird wahrscheinlich schnell weggespült werden. Ja. Naja, wir probieren es einfach aus. Wir probieren es aus. Wie wir vorgehen, werden wir gleich am besten nochmal zeigen am Wasser, wie wir ungefähr den Köder werfen. Und ja, ich würde sagen, du montierst jetzt und ja, dann sehen wir Knoten uns gleich wieder fertig. Zurück am Wasser. Ne? Alles klar. Los geht's. Es ist jetzt schon relativ dunkel. Einige Tipps, die ich jetzt euch noch oder wir euch noch geben wollen, ist die Bremse. Die dürft ihr nicht knallerhart zumachen, sondern wir machen sie relativ weich. Oftmals ist es so, dass die Fische wirklich vorne vor den Füßen beißen. Und wenn die Bremse dann richtig hart angeruppt ist, also stark zu ist, dann schlitzen euch die Fische aus. Deswegen nachts beim Wobbeln die Bremse ruhig ein bisschen weicher stellen. Kann auch manchmal ein bisschen zu weich sein. Dann kann man sie beim ersten Drill dann noch ein bisschen härter stellen, aber lieber man macht sie ein bisschen weicher auf. Das ist der erste Tipp. Beim zweiten Tipp ist es so, wenn wir mit dem Wobbler angeln, ist es meistens immer so, dass wir den Köder auswerfen und ihn dann in sehr, sehr langsamer Zeitlupe einholen. Also das ist kein schnelles Fischen, sondern ein eher langsames, gemütliches Fischen. Wenn wir hier jetzt den Wobbler nah an der Steinpackung lang ziehen, zieht den Köder wirklich fast bis vor euch an die Füße ran. Und wenn der Köder an den Füßen ist, macht nochmal so einen kleinen Schwenker mit der Rute von euch nach links bzw. rechts weg und zieht den Köder ganz nah an euch ran. Selbst da kommen die Bisse und das ist dann richtig, richtig Adrenalin pur. Kurbelt auch den Köder nicht bis vorne an die Spitze dran, sondern lasst immer nochmal so einen halben Meter freie Schnur, damit ihr genug Spielraum habt, dann auch den Zander zu drillen. Für mich der Indikator, dass ich genug Schnur draußen habe, ist, wenn ich habe mein Fluorocarbon ja an die Hauptschnur angeknotet, wenn der Knoten dann an die ersten Ringe durchgleitet, dann macht es so klack, 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 dann ist es für mich das Zeichen, okay, jetzt aufhören zu kurbeln und dann nur noch die Rute nach links bzw. nach rechts bewegen. Ja, und der dritte Tipp ist, fischt relativ nah an der Steinpackung. Das kann auch mal so einen halben Meter vor euch sein. Werft dann schön nach links und nach rechts an die Steinpackung heran, weil die Zander kommen ja aus dem Tiefen an die Steinpackung heran nachts. Und macht dann noch mal so ein bisschen Strecke. Wir sind hier natürlich nicht am Fluss, sondern wir sind hier am Mittellandkanal. Das heißt, wir haben hier keine Strömung, sondern eigentlich ein Stillgewässer. Und wenn wir aktiven Fisch finden wollen,
dann müssen wir ein bisschen Strecke machen. Macht jetzt nicht kilometerweit Strecke und macht nur ein, zwei Würfe an jedem Spot, sondern gibt dem Spot ruhig mal eine halbe Stunde, macht dann mal 100 Meter oder 150, 200 Meter, geht dann mal weiter und probiert dann da euer Glück. Und entweder knallt es oder es knallt nicht. Wir müssen es selber herausfinden, aber wir sind guter Dinge, dass wenigstens eins dann herauskommt, oder? Hoffen wir mal. Genau. So, jetzt ist es auch schon fast dunkel. Da war der erste Biss. Da war der erste Biss? Ja. Oh. Das ist ein gutes Zeichen. Ich habe eben gerade schon einen Biss gehabt. Ja? Und jetzt eben gerade so. Oh, schön. Das haben wir noch mit auf der Kamera. Herrlich. Super. Genau, ich wollte jetzt sagen, es wird jetzt immer dunkler. Das heißt, die Kamera packt das gleich nicht mehr. Wenn wir Fisch haben, dann hauen wir die große Kamera mit Licht an und dann sehen wir uns hoffentlich gleich wieder. Es hat geklappt. Der erste Zander ist im Kescher. Lass mich mal hier erstmal richtig hinstellen. Oh, es ist aber Kinderstube, ne? Ja, das ist richtig. Ja, aber das ist halt Mittellandkanal, das können wir nicht beeinflussen. Wir hoffen ja normalerweise immer, dass es ein großer Zander ist. Aber, nee, da ist er. Flug mit dem ersten Nachtwobbelzander. Ja, läuft. Sehr schön. Ich freue mich. Dann lass ihn mal schnell wieder frei. Ist ein kleiner untermaßiger. Zack. Also war das doch ein Biss gerade. War ein doch Biss eben gerade? Ja. Und wo kam er? Also ich habe eher in Richtung Mitte geworfen, aber kurz vor den Füßen. So, also reingescheppert, genau vor den Füßen. Geil. Ja. Oh, ich will auch so einen Biss haben. Mega. Es hat geklappt. Es hat Vielleicht kriegen wir noch einen, ne? Ich bin jetzt sehr optimistisch. Ja, ich auch. Also der Wobbler ist schon raus. Es hat geklappt bei mir mit einem schönen Zetti. Unglaublich. Ich fasse es nicht. Richtig schöner Biss. Jetzt muss der Bursche hier natürlich das Netz loslassen. Yes. Und da haben wir einen wunderbaren, schönen Nachtwobblerzander. Ich fasse es nicht. Mega cool. Geil. Oh, Luke, ich bin happy. Unglaublich, Leute. Unglaublich. Ich habe da wirklich nicht mehr mit gerechnet. Vor allem, weil der Luke mit seinem kleineren Wobbler bisher jetzt... Wie viel Kontakte hast du gehabt? 4, 5. Ah, habt ihr gehört. 4, 5 Kontakte hat er mit seinem kleinen Wobbler gehabt. Und ich mit meinem relativ großen Wobbler keinen Kontakt gehabt habe. Und dieser Fisch der allererste Kontakt gewesen ist und sogar hängen geblieben ist. Also ich bin mega happy. Der Biss kam ungefähr 5 Meter vor meinen Füßen. Er hat sich den Wobbler geschnappt, reingehangen und in die Rutenspitze reingezogen. Oh, ultra geiler Biss. Aber den zweiten Biss, den Luke hatte, der kam direkt vor den Füßen und da ist unser Herz beide in die Hose gerutscht, weil das so ein richtig geiles Ploppen war und direkt vor den Füßen vor der Steinpackung. Oh, solche Bisse sind Adrenalin pur. So, Luke ist schon fleißig am Hintergrund am Werfen. Ich werde jetzt auch wieder werfen, den Kescher zusammenklappen und dann hoffe ich doch mal, dass wir vielleicht noch einen schönen Zander rauskriegen. Eine wunderbare schöne Nacht geht zu Ende. 2 schöne Zander auf Wobbler sind rausgekommen. Abschließend kann man sagen, der kleine Wobbler hat auf jeden Fall mehr Kontakte gebracht als der etwas größere. Was sagt uns das? Der Größe hat aber den größeren Fisch gebracht. Der Größe hat vielleicht den etwas größeren Fisch gebracht, ja, aber mehr Kontakte auf den kleinen. Also man kann sagen, beide Wobbler haben seine Daseinsberechtigung. Aber ich würde mal sagen, für unseren Kanal ist die etwas kleinere Variante doch ein bisschen mehr zu empfehlen als die große Variante in unserem Streckenabschnitt. Ne? Andere Streckenabschnitte sind vielleicht da ein bisschen anders. Aber ja, mehr bleibt es nicht zu sagen. Wir machen Feierabend. Ich hoffe, euch hat dieses wunderbare, schöne kleine Video gefallen. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin wünschen wir euch beide alles, alles Gute. Ciao. Ciao.